Willkommen zurück zu einer weiteren aggressiven Folge der Callisto-Protokoll. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Wir steuern aufs große Finale des DLCs zu. Wenn ihr mich ein wenig bewerten wollt, ihr wisst ja, wie es geht. Einfach nur eine klitzekleine Bewertung reindudeln. Geht ganz schnell, tut nicht weh. Zumindest sagt Jacob das. Ich weiß es nicht, vielleicht tut es auch verdammt weh. Vielleicht tötet man damit Menschen. Sind Bewertungen so schmerzhaft? Oh mein Gott, probiert es aus. Und falls ihr noch leben solltet, schreibt einen Kommentar. Okay. Was war das denn? Tja, Kumpel, ich glaube, langsam verflüssigt sich dein Gehirn. Das sieht nicht gut aus. Du hast ja voll einen Plan. Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Zu diesem. Also erhebe dich, toter Mann. Häftling 532-521. Intergalaktische Fledermäuse? Plötzlich Batman? Keiner entkommt seiner Schuld. Plötzlich bin ich irgendwo in der Bat-Höhle. Nicht mehr. Nicht mehr. Ich wollte sie aufhalten. Bald wird sich alles aufklären. Das war unsere Schuld. Lass ihn für seine Taten büßen. Du hast einen Fehler gemacht. Wie bügelst du das jetzt wieder aus? Da ist er ja. Der Überlebende. Aufgeben, es ist mein Fehler, ich werde nie entkommen. Kämpfen ist zwecklos und so weiter und so fort. Ich war an all dem hier beteiligt. Ich kann nicht entkommen. Ich gehöre nach Blood Iron. Okay, das war schon irgendwie spooky. Dieses Zombie Black Iron. Was ist das? Ist das alles dieses komische parasitäre Zeug? Bitte, man will irgendwie Sie durchlaufen, eine ne? Auswahl. Ich soll eine Auswahl treffen. Tja. Im Endeffekt kann ich mir nichts gönnen. Ich will nur diese Fäden hier vernichten, weil es irgendwie super geil ist, da durchzulaufen. Das finde ich irgendwie so cool an dem Spiel. Überall ist irgendwas, was spratzelt und klebt und pfui ist. Das ist eine schöne Sache, Jacob. Das ist eine schöne Sache. Okay, das sieht verdammt widerlich aus. Ich brauch das da? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Au! Alright, Lady. Alter, hält die viel aus. Wisst ihr, was ich hasse? Dass man einfach nicht wegkommt von seinen Feinden. Dass man an ihnen so klebt. Ja, das meine ich. Man kommt einfach nicht raus aus der Situation. Ich werde sterben. Muss ich die irgendwie da reinlocken? Habe ich kurz Ruhe? Wenn ja, dann lass mal heilen. Oh, Beeilung, Alter, Beeilung.
Alter, ist fies. Badass. Und es kann sich teleportieren. Mein Leben ist schön. Au. Au. Wow. Ich glaube, der Kampf wird richtig ätzend. Oh mein Gott. Okay, Nahkampf kann ich ja voll vergessen gegen das Mistvieh. Ich muss es eigentlich treffen, wenn es sein Herz da irgendwie offen hat. Das was wird? Ist da was drin? Sturmgewehrmunition, na gut. Run, boy, run. Was liegt da rum? Das lag da eben gerade rum, oder? Oh mein... Warum zieht der denn aber auch die Waffe? Ich wollte wegrennen. Und er zieht einfach eiskalt die Waffe. Ich bin tot, oder? Okay, Nahkampf kannst du voll vergessen. Na, wenigstens muss man sich die Cutscene nicht immer wieder reinziehen. Das ist schon mal ganz nice. Die wussten, dass man hier oft verrecken wird. Oh, Alter, was hat die für eine Reichweite? Alter, das macht ja gar keinen Schaden. Die Kreissägen vielleicht. Macht auch keinen Schaden. Irre. Irre, Alter. Und schon bin ich wieder so gut wie tot. Renn! Okay, ich habe diese Hardcore-Sägeblätter und ich bin tot. Das wird übel. Und sie hat mich sowas von getroffen. Nein, hat sie nicht. Nice. Das macht halt überhaupt gar keinen Damage gegen sie. Moment, warum habe ich eben gerade schon so viel Gesundheit verloren gehabt? Und wieder im Grunde nichts abgezogen. Wo ist sie? Da drüben hängt noch irgendwas Blaues. Das könnte nochmal Muni sein. Okay. Alright. Das bringt ja gar nichts. Alter, guckt euch das an. Die teleportiert sich so schnell zu einem hin. Was willst du da machen? Ist sie?
Wow. 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 Ist er noch irgendwie... Yep. Nein. Was ist das? Ich komme nicht dran. Super. Und sie trifft mich wieder. Alter! Muss ich sie mit dem Stase-Ding treffen? Also mit dem Hammer, damit sie sich öffnet. Und tot. Boah. Wahrscheinlich, wenn sie crasht, muss ich ran und sie zertrümmern. Wenn sie einen Smash-Move macht. So, sie kommt. Ja, und jetzt denke ich irgendwie drauf. Boah, sie haut einfach eiskalt mir zurück auf die Fresse. Ah, da kannst du nur rennen. Ja, und jetzt denke ich halt... Bam, bam. Okay, okay. Alter, ey, die Dinger sind ja regelrecht zielsuchend. Please, 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 dankeschön. Okay, ich habe keine andere Wahl, ich muss jetzt wieder drauf. Bam! Bam! Und renn! Und renn, 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 renn. Knappes Ding. Wo ist sie? Wo ist sie? Hier drüben. Nimm. Oh nein. Maler und ich. Ah. Hier nochmal für dich. Wo ist die alte Klippersau? Yo, Doc! Ach, echt jetzt Revolvermunition? Hey, Kumpel. Drauf. Bam. 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 Und weg. Oh Mann. Jetzt drauf. Bam. Bam! Come on! Alter, diese Dinger, ne? Wo ist sie?
Was? Das ist instant tot? Ich kotz ab. Alter. Okay. Weil ich hatte noch relativ gut Leben. Ich dachte, ich riskiere es jetzt und sobald sie mich trifft, hau ich sie kaputt. Einfach nö, Alter. Und was ist da drin? Munition. Das ist, wenn ich immer wieder so... Es trifft einfach nicht. Nice. Ey, davor hatte dieser Schockschlag eine Reichweite, ne? Da hast du alles getroffen und jetzt geht das Ding aus irgendeinem Grund nicht mehr. Ja, bitteschön. Wieder nicht getroffen, wieso auch immer. Wo ist er denn? Okay, das hat irgendwie getroffen oder auch nicht, weil ich glaube, es hat gar keinen richtigen Damage gemacht. Jetzt in dem Modus. Sie, entschuldige. Maler Brando. Boah, Alter, das ist auch sowas. Dieser komische Teleport und dann direkt Treffer-Move. Ätzend. Einfach nur ätzend. Sorry. Absolut ätzend. Halsspritzen, die ewig brauchen, bis sie drin sind und so. Das ist so ein System. Ich liebe dieses Spiel, aber das sind so Dinge, wo ich dann immer wieder merke, oh, hat dann doch niemand nachgedacht. Weil hätte jemand nachgedacht, dann hätte man diese offensichtlichen Dinge nicht. Sind dann halt so totale random Sachen. Ja, hier, also hier ist irgendwie so ein toter Punkt. Wenn er da an der Wand ein bisschen hängt, ist er unsterblich. Na, jetzt macht er den. Dann auch so dieses Teleportieren und direkt schießen. Ich meine, das ist ja einfach nur unfair. Da kannst du ja auch nichts machen. Es ist ja nicht so, dass du sagen kannst, ja, hättest du mehr Skill, hättest du das geschafft. Ein Smash und du bist so gut wie tot. Und ich bin voll gelevelt, was Heilung angeht. Ich muss es riskieren. Das meine ich, allein dieses Heilen, das dauert so ewig, diese Animation, bis er aufsteht, die Spritze auch noch elegant weglegt. Der Mann hat die Ruhe weg. Der Mann hat die Ruhe weg. Während die Gegner dann irgendwelche Quick Attacks machen können. Ey, wirklich anders als an dieser Säule kannst du den noch gar nicht besiegen. No, no. Ah.
Gott sei Dank mal wieder getroffen. Komm. Noch ein Hit. Diesmal gehe ich überhaupt kein Risiko mehr ein. Nice. Oh, no, 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 no. Das hätte fast nach hinten losgehen können. Keine Muni. Oh mein Gott, habe ich ihn? Ultra ätzender Bosskampf. Ultra ätzend. Wir müssen uns beeilen, Jacob. Wir haben noch eine Chance. Das ist mein Schiff. Das ist mein Schiff. Ach, nicht auf mich gehört. Jacob, hören Sie mich? Letzter Bericht, Dr. Caitlin Marler. Ich habe ihn im Turm des Warden gefunden und hergebracht. Seine Verbindung zu Dannys Core ist aktiv. Ich habe diese Verbindung benutzt, um die ganzen Details hochzuladen. Ob es ankommt, weiß ich nicht. Aber es war unsere einzige Hoffnung, die Wahrheit zu zeigen. Um sein Opfer in eine Chance zu verwandeln. Datentransfer beendet. Endlich. Jacob. Geschafft. Und nun? Ihr Kampf ist vorbei. Alter, was ein Ende. Okay, damals im Hauptspiel, ne? Da sind wir anscheinend gestorben. Man sieht ja, wie diese ganzen Viecher kommen. Wir retten Dani, wir werden zurückgelassen und so weiter und so fort. Also wir sind nicht richtig gestorben. Wir wurden halt immens verletzt und Dr. Marler hat es irgendwie geschafft, uns da rauszuholen. Wie? Keine Ahnung. Marler-Magie. Und sie hat uns dann am Leben erhalten und hat uns eben in diese Simulation geschickt, ja? Damit sie die Daten halt uploadet. Weil wir waren ja immer noch verbunden mit dem Rig von Dani. Ja, und damit sie halt wirklich alle Daten hat und das auch beweisen kann und nicht nur ein Opfer ist, das irgendwas erzählt. Muss das so sein? Sind das die Credits? Okay. Anscheinend. Ja, und damit sie halt auch wirklich Daten und Beweise hat, hat Marler, um Buße zu tun, halt Jacob quasi am Leben erhalten, damit er diesen Survival-Instinkt hat und kämpft und kämpft und kämpft und eben nicht verreckt an den Maschinen. Und ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Und ja.
das war halt die Geschichte. Also das, was wir im DLC gespielt haben, war alles nur in seinem Kopf. Was wir im Hauptspiel gespielt haben, ist alles wirklich passiert. Die Monster und so waren alle wirklich da. Er war auch wirklich der Held und hat sich da durchgekämpft und so weiter und so fort. Er ist ja noch am Leben. Er scheint ja auch nicht hirntot zu sein, aber sein Körper ist komplett zerfetzt. Jetzt kann man halt in der Zeit wahrscheinlich aus ihm einen wunderbaren Robocop machen. Und dadurch hätte man Teil 2 machen können. Oder man zeigt damit halt endgültig, yo, Jacob ist tot, Callisto-Protokoll ist tot, Ende. Da kommt nichts mehr, es ist vorbei. Genauso wie hier bei den Credits. Es ist anscheinend auch irgendwie vorbei. I don't know. Ja, da passiert nichts. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder im nächsten Projekt. Trotz allem mochte ich dieses Spiel, aber eins will ich noch loswerden. Das Kampfsystem, ich habe damit gar nicht so ein wahnsinniges Problem gehabt, bis auf die Bossfights, die dann so eine permanente Bedrängung sind, weil da merkst du halt, es funktioniert nicht, weil das Heilen zu lange dauert, du nicht vom Gegner wegkommst, die Kamera zu steif ist für die dynamischen Angriffe, die dann die Bosse irgendwie drauf haben. Da hat man es nicht richtig durchdacht. Ja, was bringt einem eine Heilspritze, die ewig dauert und sobald du getroffen wirst, bricht die Heilung ab oder du kriegst mehr Schaden, als du geheilt hast. Ja, ziemlich dämlich. Was willst du da machen? Gut, das war's. Auf Wiedersehen und tschö! Hey, wo sind denn alle hin? Marla? Louise? Ich bin nicht tot. Ich lebe. Ich meine, Jacob schon, aber ich nicht. Hier ist Josh. Könnte mich bitte jemand... Wow, was ist mit meinen Beinen passiert? Kann mich jemand hier rausholen? Und bringt mir meine Beine! Hilfe.